So, hallo ihr Lieben, Christian Schumann, Paartherapeut bzw. Coach-Psychologe. Das ist mein Videoblog und ja, ihr habt mir wieder was Nettes zugeschickt, ein Reel, ich verlinke das auch mal hier drunter. Und zwar geht es um die bösen Pickup-Artists. Also wer das nicht kennen sollte, das sind ja Männer, die strukturiert Frauen ansprechen in Fußgängerzonen, nicht unbedingt auf Beziehungen aus sind und ja, manchmal auch manipulative Verhaltensweisen an den Tag legen, was ich überhaupt nicht gut finde, wenn es manipulativ ist, sage ich ganz klar. Aber genau, vielleicht hören wir einfach erstmal rein, würde ich sagen. Ja. Mindestens einmal pro Woche von Typen angesprochen, von einer bestimmten Art von Mann und meistens an öffentlichen Plätzen, an Kreuzungen, an Haltestellen und es sieht dann ungefähr so aus. Danke. Ich bin Amelie, hi. Auf dem Weg zur Arbeit, oder? Ja, genau. Richtig geile Haare. Gut, ich meine, mal abgesehen davon, wie nimmt sie das auf, weiß ich jetzt nicht, aber egal, nehmen wir mal an, das ist jetzt alles so gewesen. Da, also ich sag dazu immer, ich habe das auch in meinem Buch, gibt es auch Kapitel drüber in meinem neuen Feuer und Flamme, dass meiner Ansicht nach, ich meine, man muss das jetzt nicht gut finden, aber dass Frauen, die es angesprochen werden, immer so lange stört, bis es nicht mehr passiert und man denkt, scheiße, ne? Also viele Männer würden sich, glaube ich, wünschen, so viel angesprochen zu werden und sie macht daraus jetzt ein Problem und was ist da jetzt Schlimmes passiert? Also sie muss ja nicht drauf eingehen, ne? Aber was hat er jetzt gemacht? Gar nichts. Er hat gesagt, ihre Haare sind schön. Und sie ist angesprochen worden. Also Leute, ich frage euch, wollen die Frauen in Zukunft die Männer ansprechen? Nee, es wird nicht passieren, ne? So. Und bei Männern ist es aber, wenn Männer es machen, ist es böse und schlimm. Und dann riecht man sich aber gleichzeitig wieder auf über die bösen Dating-Apps, mache ich ja auch gern. Aber wo soll man denn dann jemanden ansprechen? Ne? Da auf der Arbeit darf man es auch nicht. Also soll einfach mal die Fresse halten und dann sind wir doch eigentlich, finde ich, also ich, wie gesagt, wenn das manipulativ wird, finde ich es auch nicht gut und wenn man dann, und ja, das kann was Toxisches haben, wenn man das wirklich nur macht, um irgendwelche Lays zu kriegen, aber okay, frage ich mich, was der Unterschied ist zu Tinder und so, keine Ahnung, ich meine, passiert es im echten Leben, du kannst eine Entscheidung treffen. Männer zeigen Mut irgendwie und das ist aber jetzt wieder alles böse, toxische Männlichkeit und ach Gott, ey. Könnte man meinen. Das Ding ist aber, ich weiß längst, dass es sich dabei um sogenannte Pickup-Artists handelt. Pickup-Artists sind Männer, die einen Plan vom ersten Ansprechen bis zum Sex verfolgen wollen, die einstudierte Verhaltensweisen, Tricks, Sprüche haben, um Frauen, möglichst viele Frauen, möglichst schnell ins Bett zu kriegen. Ja, die also tauschen sich auch oft in. Ja, das stimmt als, ich verstehe auch, was daran nicht gut ist, aber ja, dann sollen auch die Frauen die Männer, also ich meine, wenn ich jetzt Single wäre, ich würde gerne jeden Tag angesprochen werden von einer Frau oder jede Woche oder was weiß ich, prima. Dann sollen das doch die Frauen machen, ne? Wird aber nicht passieren so, ne? Und das ist immer so, ich werde so viel angesprochen und also, das kann man, glaube ich, als Mann ist das schwer nachzuvollziehen, so, wenn man zu der Gruppe gehört. Ich meine, das, bei mir war das jetzt nie so schlimm, aber viele Männer kriegen ja überhaupt keine Matches mehr, gar nichts mehr, die kriegen keinen Sex mehr, die kommen nirgends mehr an. Auf Dating-Apps werden nur die obersten 10% oder teilweise nur die obersten 5% werden überhaupt angeschrieben von Frauen und das ist so alles die Realität, ne? Foren aus und da geht es dann darum, wie man die Weiber am besten knackt und am besten ins Bett kriegt. Oft gibt es dann auch noch ein Punktesystem, das heißt irgendwie für die Handynummer gibt es so und so viele Punkte oder für besonders attraktive Frauen gibt es so und so viele Punkte und wenn man sie natürlich ins Bett kriegt, am allermeisten, also irgendwie. Ja, also ich verstehe, wie gesagt, das so seriell zu machen und gar nicht auf eine Beziehung aus zu sein, finde ich auch etwas Toxisches. Also da gebe ich ja recht. Aber was hier auch mal der Punkt ist, warum macht sie sich keine Gedanken darüber, warum das denn scheinbar funktioniert? Warum funktioniert es denn? Ne? Also ist ja, also was, wie gesagt, wenn man da irgendwie manipuliert wird durch, dass man zum Beispiel erst gelobt und dann kritisiert wird oder
gibt ja schon so dunkle kommunikative Sachen, das finde ich auch nicht gut, aber das ist ja hier nicht passiert, so, ne? Jetzt im nächsten Fall, was sie gleichzeitig auch nicht passieren. Und wenn es denn funktioniert und Männer versuchen rauszukriegen, ich meine, ist nun mal die Natur, dass Männer Frauen ins Bett kriegen wollen. Frauen mögen natürlich keinen Sex, wissen wir ja. Ja, wenn es denn funktioniert, warum funktioniert es denn? Ne? Das. Mega krank. Diese Masche ist einfach so erbärmlich und sexistisch und frauenfeindlich. Schlimm. Und ich ärgere mich da sehr. Ich erkenne diese Typen mittlerweile sofort und habe mir irgendwann vorgenommen, dass... Ja, wie gesagt, die sind leicht zu erkennen, würde ich auch sagen. Ob das jetzt welche waren, weiß ich nicht. Aber ja, muss man nicht drauf eingehen. Fertig. Ne? Mal für euch aufzunehmen, damit ihr das mal mitbekommt. Und heute ist mir also gerade eben wieder ein ganz besonderes Exemplar begegnet und... Ach, sie wird so viel angesprochen, die Arme. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ja. Hey, ich fand dich voll hübsch und wollte dir mal Hallo sagen. Wie heißt du? Amelie und du? Freut mich. Freut mich, cool. Aber du hast echt ein hübsches Gesicht und eine coole Ausstrahlung. Danke. Ganz schlimm, ne? Ganz schlimm, was er da macht. Ja. Aber wie hast du das erkannt, dass du mich doch wahrscheinlich... Ich hab dich tatsächlich ausspioniert. Ich hab dich da vorne schon an der Ampel stehen sehen, da hab ich kurz hingeschaut. Ja, und die meisten Männer haben den Mut nicht. Also ich würde das auch echt unangenehm finden. Und der macht das echt gut. Und ja, also Männer, die es richtig gut können, sind oft nicht auf Beziehungen aus. Wie gesagt, da bin ich mit dir einer Meinung. Aber nochmal, sollen wir jetzt nur noch über Dating-Apps ansprechen? Oder wie gesagt... Spricht sie jeden Tag einen Typen an oder jede Woche? Irgendwie, nee. Und das ist, wie gesagt, wenn es da irgendwann nicht mehr passiert, ja, das ist, also es nervt nur so lange, wie du vom Falschen angesprochen wirst. Ne? Wenn es der Richtige ist, dann ist es total cool und mutig so, ne? Und aber was sollen die Männer dann machen? Sollen sie, wie gesagt, ich weiß nicht. Dich ein wenig betrachtet oder weil ich dachte, ja. Stellst dich öfter ans Netz und betrachtest Mädels? Manchmal, ganz selten. Ja, also ich finde das sehr. Negativ, wie sie das sagen. Okay. Was machst du so, Amelie? Ich wollte gerade in dieses Geschäft reingehen. Was machst du so? Ich war gerade in der VIP und jetzt spaziere ich einfach ein bisschen. Okay. Weißt du, was Pickup-Artists sind? Ja, klar. Bist du einer? Was heißt Pickup-Artist für dich? Was heißt schon das? Sowas in der Art, was oder? Heißt das? Was heißt das für dich? Ich kenn schon die Szene, ja. Ich weiß schon, worum es sich handelt. Okay, also das hier ist gerade kein Pickup-Artist-Ding. Nee, das Ding ist für mich... Ich mach das schon nicht, wenn nicht, aber warum interessiert sich das? Scheint es ja bei mir gerade zu machen. Ich find's. Also wie gesagt, wenn man so tut, als wenn man wirklich persönliche Beziehungen wollte und macht nur das andere, das wäre manipulativ, ne? Absolut. Aber das ist ja jetzt hier nicht klar so, ne? Ich meine, er fühlt sich ja scheinbar echt unwohl und ich meine, bis hierhin, wir wissen es nicht, ist sie einfach nur vom netten Typen wirklich sehr nett angesprochen worden, ne? Oh, ich weiß nicht, was heutzutage alles toxisch ist. Cool. Wie viele Punkte bringe ich dir? Punkte? Okay, du bist ein bisschen vorbelastet, vielleicht lassen wir das hier. Ich finde, es ist kein Catcalling, wirklich, es ist, ich weiß nicht. Ich merke schon, du bist vielleicht ein bisschen negativ drauf. Ich bin super positiv drauf, aber nicht, wenn es um Pickup geht. Du bist ein süßer Typ. Probier es anders. Aber nicht auf die Art und Weise. Ja, aber was soll er denn machen? Was sagst du mir? Was soll er machen? Soll er auf eine Dating-App gehen? Das Beste ist, viele Frauen träumen noch davon, an einer Käsetheke angesprochen zu werden. Und das ist aber auch wieder falsch, ne? Man merkt einfach, dass es Pickup-Artist ist. Aber erzähl mal, was meinst du damit? Ich versuche das zu verstehen. Erklär mir mal, was für dich ein Pickup-Artist ist. Was machst du hier gerade mit mir? Keine Ahnung. Das ist ja... Ich würde dich auf den Drink einladen, sonst nichts. Aber ich sehe schon, du hast kein Interesse, dann bringst du natürlich nichts. Ich habe kein Interesse, aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, du stehst hier und fängst Mädels ab und sprichst sie alle auf dieselbe Art und Weise an wie mich. Ja, du bist auch negativ. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute, dir auch. Und probier es auf eine andere Art und Weise. Ja, welche? Welche Art? Glaub mir, ist besser. Ciao. Ich teile das hier nicht nur, weil es auch ein bisschen amüsant ist, muss man ja auch mal sagen, sondern weil ich es super wichtig finde, dass Frauen merken, wenn sie an solche Typen geraten. Man merkt es ziemlich schnell. Wenn man weiß, was Pickup-Artists sind und was dahinter steckt, dann merkt man auch, wenn sie vor einem stehen. So geht es mir jedenfalls. Deswegen sprecht darüber, sprecht mit euren Freundinnen, Schwestern, Töchtern darüber. Ja, klärt die Welt auf über dieses schreckliche Phänomen. Ja. An die Männer, falls ihr wirklich so verzweifelt seid und nicht wisst, wie ihr Frauen anspricht, dann
Bitte sucht nach anderen Lösungen. Geratet nicht in dieses... Welche? Welche? Wie, das sagt sie ja nicht. Wie soll es der Mann denn machen dann? Wie wäre es ihr denn recht? Das ist so, so toxisch und es geht auch anders. Ganz bestimmt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Also wie gesagt, ich verstehe ihren Punkt absolut. Ne? Einen Punkt verstehe ich so, wenn, wie gesagt, so, aber das passiert ja auf der Dating-Apps genauso, dass so getan wird, man will das eine und ist aber dann ein Player so, ne? Also klar, wenn das jetzt, wenn er jetzt ein Player ist, das ist scheiße, aber das ist auf einer Dating-App genauso scheiße oder im Sportverein genauso scheiße irgendwie, ne? Also das verstehe ich, sage ich ganz klar. Aber jetzt zu sagen, es ist grundsätzlich, dass ich jetzt ein Pickup-Artist oder auch wenn er mich so nett angesprochen hat, also es geht ja gar nicht, das ist ja schlimm. So, und ich gehe jetzt nochmal, ihr müsst echt mal in die Kommentare gehen. Wie gesagt, ich verlinke das da drunter, das ist echt Armageddon. Also ganz oben erstmal gleich, spricht mal mit euren Söhnen drüber, Männergewalt ist ein Männerproblem. Mann, ey, ich weiß nicht, also sollen wir Männer alle gesammelt auswandern irgendwie? Soll ich Frauen nicht mehr belästigen in unserer Anwesenheit? Also jetzt die Frauen, die das so denken, ich weiß, denken ja viele ganz anders. Oder hier, boah, ist das ekelhaft, danke, dass du auf aufmerksam machst. Sie hat dich doch einfach ganz nett angesprochen, ist ja auch gar nicht klar, dass das irgendwie ein Pick-up-Artist ist, ne? Schreibt ja auch jemand, habe ich was verpasst oder soll man heutzutage keine Frauen ansprechen? Mann, gab es nicht mal eine Zeit, bei der sich Frauen das gewünscht haben, dass der Mann sich traut? Und was hast du denn auf, probier's auf eine andere Art, auf welche denn? Ja, genau. Das ist, ja. Vor allem die Reaktion, du bist negativ drauf, ich kann es nicht fassen, das widert mich an. Sie ist doch negativ drauf. Das widert mich an, wie Menschen, meist Männer, einem einreden wollen, dass was mit einem nicht stimmt, wenn man Nein sagt oder eine Grenze zieht. Welchen Film sind die hier unterwegs? Ich weiß nicht. Er hat die ganze Zeit angesprochen, sie will es nicht. Die Männer lassen sie auch sofort in Ruhe. Wo ist denn das fucking Problem, ey? Echt? Boah, ich finde das so schlimm, ey. Wirklich, ey. Dann die Hauptsache, dann in Gaslighting verfallen. Großartiger Typ. Ja, das ist, was ich auch hasse, wenn diese wirklich wichtigen Begriffe. Also, das ist einfach ein Mann, der hat die nett angesprochen. Dann ist es Gaslighting, dann ist es Narzisst, dann ist es ekelhaft, dann ist es Männergewalt. Ey, was ist denn da los? Also wirklich, wir können ja gerne drüber reden, wenn wirklich sowas stattfindet, aber das ist hier wirklich so eine Umdeutung und das macht es meiner Meinung nach das ganze Dating komplett kaputt irgendwie, ne? Dann wieder ein Mann schreibt, na toll, wenn Mann mit Frauen redet, wie sie denn gerne einen Mann kennenlernen möchten, kommt immer sehr schnell, ich möchte angesprochen werden und umgarnt werden. Jetzt macht sich der Mann die Mühe und die Blöße und spricht Frauen auf offener Straße an und du kriegst sie gleich mal alle in die Ecke in der abscheulichen Art. Das Resultat daraus ist, dass immer weniger Männer Frauen ansprechen. Ja, sehe ich genauso, weil ihnen der Mut fehlt und auch die Motivation. Wäre es nicht immer besser, als Frau Männer anzusprechen, genau, die dir gefallen und zu zeigen, dass Frau das auch Mann darf. Ja, also wenn sie jetzt vom Richtigen angesprochen würde und sie hat jetzt Brad Pitt oder andere aktuelle Schauspieler sie ansprechen würden, wäre es bestimmt gar kein Problem, ne? Mal abgesehen davon, dass bei dem ganzen Geschrei von Gleichberechtigung der Geschlechter, was bitter nötig ist im Dating und der Gesellschaft und der Geschlechterrollen, so gar nichts geht. Im Gegenteil, die Freuden verhärten sich immer weiter. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, ist natürlich, kriegt natürlich auch wieder so einen kleinen Shitstorm hier drunter. Oder hier genial. Ich finde es interessant, wie versucht wird, die Schuld bei dir und deiner Negativität zu suchen. Es geht doch gar nicht um Schuld. Sie ist negativ. Sie darf es natürlich auch sein. Sie darf es blöd finden. Aber wo ist das hier? Wo ist hier das Toxische? Wirklich. Da müsst ihr echt mal reingucken. Das ist wirklich krass. Krass. Gut, aber soweit mal. Ja, aber gut, das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind, dass alle auf ihren scheiß Dating-Apps rumhängen. Keiner traut sich mehr, jemanden anzusprechen. Und haben wir das gewollt? Sagt ihr es mir und schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.